Kleiner Rusitschka, wir stehen hier mal wieder vor dem Filmforum. Die 37. Duisburger Filmwoche beginnt in der kommenden Woche. Wir sind im Bilde. Erzähl uns mal ein bisschen was. Na, anders als im Spielfilm muss ja ein Dokumentarfilm sich mit realen Orten und realen Menschen auseinandersetzen. Und da kommt es darauf an, dass man die Bilder, in denen man das tut, mit denen man das tut, sorgsam auswählt. Und wir haben ein schönes Kino, wir haben eine gute digitale Projektion. Deswegen wird die Welt, wird die Wirklichkeit in sehr schönen, brillanten, strahlenden Bildern hier auftreten. Aber es geht nicht nur um schöne Bilder, sondern um Inhalte, die interessant sind. Also Inhalte, die sich um all das drehen, was uns beschäftigt und was das Fernsehen uns vorenthält oder einen kleinen Brocken nur hinwirft. Es gibt eine Wirklichkeit, die nicht etwa wie in Scripted Reality oder Docu-Soaps vermanscht wird, sondern es geht um reale Menschen, um reale Probleme. Das müssen nicht immer Filme sein, die schwer sind, sondern es gibt auch Filme, wo man schmunzeln kann, wo man über sich nachdenken kann, wo man sich auch ein bisschen entspannt oder Parallelen zieht zum eigenen Leben. Wie sah es in meiner Familie aus? Wie reagiere ich auf Ausländer? Wie stehe ich dazu, dass wir ein Problem von Flüchtlingen weiterhin haben werden? Wie fange ich an zu träumen, wenn ich schöne Landschaften sehe? Oder auch schöne Menschen. Also all das, was Realität in einem auslösen kann, Bilder Realität in einem auslösen kann, das wird die Filmwoche bieten von Montagabend bis Sonntagmittag. Und es wird wieder Preise geben? Ja, wir haben einen Zuwachs. Und zwar das Land NRW, das ja die Filmwoche unterstützt, großzügig, hat gesagt, wir möchten auch ganz gerne mal dabei sein, wenn die Preise am Samstagabend vergeben werden. Hat eine sehr schöne Idee, dass wir nicht einen fertigen Film prämiert, sondern sagt, diese Filme machen. Der ist so begabt. Der Film, den wir gesehen haben, ist so, ja, aber der oder die kann noch mehr. Und deswegen gibt es einen Preis, der Carte Blanche heißt, also Joker kann man sagen. Wildcard. Wildcard, genau so. Boris Becker würde sagen, Wildcard, genau. Und diese Summe von 5.000 Euro kann der oder die Filmemacher, Filmemacherin investieren in eine Recherche, eine Reise, in Lektüre, in Drehbuchvorbereitung und so weiter. Und wir sind sehr gespannt, wie diese Idee ankommt und sind sehr gespannt, was aus dieser Idee im nächsten Jahr für ein Film geworden sein könnte. Die Duisburger Filmwoche ist wieder sehr international aufgestellt. Ja, manche denken immer, Deutschsprache hieße, das müssen Deutsche sein, die Deutsch sprechen und eine deutsche Großmutter haben. Nein, es geht darum, dass die Autoren aus Deutschland stammen oder Schweiz oder Österreich oder dort leben. Verbieten ihnen nicht, dass sie als Schweizer, Österreicher, Deutsche in Kuba drehen dürfen oder in Marokko oder. Deswegen sind wir international. Ich denke aber, dass ohnehin ein enger Begriff von Heimat als Territorium überholt ist. Genauso wie jeder von uns in der Welt rumkommt, kommt Dokumentarfilm auch in der Welt rum. Interessant ist, welche Bilder er zurückbringt zu uns nach Duisburg, und die sind in diesem Jahr wirklich brillant. Und man kann sagen, wer die Woche oder Teil davon hier am Filmforum, im Filmforum Delphats war, der kann sagen, jetzt bin ich im Bild. Vielleicht noch mal zum Inhalt. Was erwartet den Besucher? Wo sind so die, ja, die Schwerpunkte angesiedelt? Oder gibt es überhaupt Schwerpunkte? Die Frage ist naheliegend, die verstehe ich auch, aber wir haben es nicht so gerne. Dann würden andere Filme hinten runterfallen. So. Aber man kann sagen, die Themen, die auch durchaus das Jahr über in den Schlagzeilen waren, also was heißt Armutsmigration, was heißt Flüchtlingsproblem, warum fallen Familien auseinander, wie gehen mit Krankheit und Tod um, was sind Sachen, die wir dauernd verdrängen und die wir auch nicht sehen, weil sie uns nicht gezeigt werden, weil sie nicht gezeigt werden dürfen. Das sind so die Themen, die in diesem Jahr interessant sind, denke ich. Überall liegen ja Programmhefte aus und geben uns Mühe, immer in vier Zeilen diesem Programmbroschüre kurz anzudeuten, worum es geht, damit keiner die Katze im Sack kauft. Jetzt spricht die Zahl 37 ja eigentlich eine sehr deutliche Sprache, dass es eine Sache ist, ja, die mittlerweile so traditionell ist, beziehungsweise auch wichtig ist, dass man sich gar nicht mehr wegdenken kann. Mir ist aufgefallen, seit einem Jahr wird auch nicht mehr darüber diskutiert, ob die Filmwoche überhaupt stattfinden kann, sondern mittlerweile ist diese Institution gesichert. Ist das richtig? Heute hat ja Dezernent Kurzberg, der zum ersten Mal bei uns war,
in seinem neuen Amt nochmal das Engagement der Stadt bestärkt, in guten Worten, loyalen Worten bestärkt. Und wir waren im Kulturausschuss vor 14 Tagen, haben uns da vorgestellt. Auch da gab es gute Reaktionen. Das ist mein Gefühl, ist, dass die Stadt ihre Filmwoche schätzt und dass wir für absehbare Zeit keine Sorgen haben brauchen, dass es zu Engpässen oder zu Fragezeichen kommt. Zumal das Land ja und die Filmstiftung als unsere Sponsoren nicht nur ihr Engagement beibehalten, ähnliches gilt für Dreisat und Arte, sondern die beiden Erstgenannten auch ein bisschen was draufgelegt haben. Also nicht nur, dass sie den Bestand bewahren, sondern den Bestand sogar noch ein bisschen zuwachsen lassen. Könnte man sagen, ohne dass man das jetzt als Schlagwort missversteht, dass die Filmwoche zu einer Marke geworden ist? Ich denke schon, weil wir ja auch nie das Heil gesucht haben, in größer werden, größer werden, größer werden, mehr Filme zeigen. Zum Beispiel in so einer Woche, in der wir knapp 30 Filme zeigen, weniger als 30, da packen andere Festivals 300 Filme rein. Und man kann sich denken, was das heißt für einen Zuschauer, der ist ja erschlagen. Der kann ja die Filme gar nicht richtig hören, der hetzt rum von einem Kino ins andere. Zumal wir auch zwischen jedem Film so eine Insel haben, dass wir nach dem Film über jeden Film noch Gelegenheit zur Rede und Frage geben. Und einer schrieb mal, in Duisburg ist der Film nicht zu Ende, wenn er zu Ende ist, sondern erlebt im Reden noch weiter. Vielleicht abschließend nochmal auf das Jugendfestival eingehen, das ja mittlerweile auch zu einer festen Größe innerhalb der Filmwoche geworden ist. Docs, was bieten die dieses Jahr besonders? Das ist eine ideale Ergänzung, glaube ich, die Filmwoche und Docs, weil wir verstehen uns ja auch als eine bestimmte Art von Erwachsenenbildung. Jeder, der einen Dokumentarfilm sieht, darüber spricht, der Kapitel Medien funktionieren. Aber noch viel wichtiger ist es für die jungen und jüngsten Zuschauer, sich mit Filmen zu beschäftigen und darüber nachzudenken, wie man Bilder antricksen kann, manipulieren kann. Und deswegen ist die Partnerschaft, die sozusagen das duale Prinzip von Docs und Docs und Filmwoche ein Glücksfall, nicht nur für uns in Duisburg, sondern auch ein Glücksfall für den Dokumentarfilm, dass also alle Publika angesprochen werden, und das ist gut. Die Schwerpunkte sind auch die Fragen des Zusammenlebens von verschiedenen Ethnien. Wir müssen uns einfach klar machen, dass wir uns damit einrichten müssen, dass man zusammenleben muss und dass wir uns darauf einrichten müssen. Zusammenleben ist schwer, ist Arbeit, und das ist ein Schwerpunkt, den diese Filme auch aufnehmen. Und klar ist, dass natürlich hier in Duisburg und Stadt und Turm Migrationsanteil mit sehr vielen Ethnien mit solchen Problemen auch zu tun hat. Und ein Problem zu beschreiben und zu sehen, wie andere das lösen, ist auch ein Stück zur eigenen Erkenntnis und zu einer vielleicht besseren Praxis des Zusammenlebens. Jetzt gibt es hier in Duisburg keinen roten Teppich. Der Sponsor Art hatte mal diese Treppe, auf der wir gerade stehen, mit seinem roten Teppich, mit Arte war da reingeweht, ausgelegt. Das kam ganz gut an, aber das liegt nicht an Duisburg, ist es im November oft ein bisschen regnerisch und hat auch mal geschneit zum Teil. Und dann dachte man, dass der schöne Schriftzug Arte mit schmutzigen Fußtritten versehen nicht so werbewirksam sei. Werner Rösesgeil, ich wünsche viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.